Grüßen an den Zwerg genommen, aber zu einem neuen Live-Let's Play. Wir spielen To The Woods im Live-Let's Play auf Twitch, live auf Twitch, und starten da mal ins Game und schauen mal, worauf wir uns hier eingelassen haben. Ein kleines Horrorspiel, ein Horror-Indie-Game für den PC. Let's go. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich lasse mich darauf ein. Ich lasse mich überraschen. Hoffentlich wird es nicht allzu gruselig. Ich hoffe, die Ladezeiten werden nicht zu lang. Also wenn es in dem Tempo... Okay, geht's nicht. Story geht los. Okay. Keine einleitende Off-Stimme. Nicht so oft. Eine Hütte am Waldrand. Ein kleines Baumhaus. Sieht alles wunderschön aus. Ein Idylle am Waldesrand. In der Mutter mit ihrem Kind. Wir machen wohl Ferien oder so. Okay, just keep away from the pier. It's old. I will. Okay, und hier können wir spielen. Aber wir spielen den kleinen Jungen. Und wir gehen uns umschauen. Das übliche WASD. Hier können wir uns umschauen. Den Wald angucken. Gerade angekommen. Unser kleines Ferienhaus hier. Am Waldesrand. Okay. Das Auto steigen können wir nicht. Okay. Schauen wir uns erst mal ein bisschen um. Da ist doch das Baumhaus. Da will ich doch unbedingt mal hochklettern. Wenn das möglich ist. Ich irgendwie mal auf den Felsen hoch. Das muss doch möglich sein hier. So einen kleinen Felsen hochzuklettern. Nicht? Okay. Sehr schön. Springen können wir nicht. Wird ja lustig. In diesem Horrorspiel. Wir können nirgendwo hoch. Wir können in einem. Wir werden so oft feststecken. Ach du Schreck. Das kann ja lustig werden. Okay. Das ist ein Baumhaus. Haben wir Zettel, den wir lesen können? Auf Englisch natürlich. I used to like coming to Kevin better when mom wasn't to blame. She works all the time and sleeps all day. When I talk, she is only half listening. Don't know what's up with her. Just wanna go home. I miss dad. Okay. So wie ich es verstehe, ist er oft hier in dem... Ist oft hier, wenn's langweilig ist, und ja, die Mutter, die arbeitet viel und schläft am Tag, sie hat Nachtschicht, und ja, wenn er mit der Mutter erzählen will, dann hört sie nicht richtig zu, weil sie beschäftigt ist. Ja, er will nach Hause und vermisst seinen Vater. Okay, die sind also schon ein bisschen länger hier. Nicht gerade erst angekommen. Die Ferien dauern schon ein bisschen länger. Waren wohl gerade erst auf einem Ausflug oder so. Das ist hier. Auf jeden Fall war er schon öfters dort oben. Können wir da Reifenschaukel spielen?
können damit interagieren. Schade, können wir nicht. Okay. Zurück zum Auto. Hier dort drüben in den Wald wollten wir uns mal ein bisschen umschauen. Okay. Ein großer Grenzfalle. Okay, gibt es auf die Straße raus. Sollen wir nicht lang. Wir sollen nicht zu weit weggehen, hat Mutti gesagt. Okay, das Plumpsklo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reinschauen will. Vielleicht nicht so unbedingt. Sieht bestimmt nicht hübsch aus. Okay, hier haben wir eine Veranda. So, ein wundervolles Haus. Golden Zeit. Nein, noch nicht. Wollen wir gleich noch tun. Erstmal schauen wir uns in der Natur um. Schauen uns die schöne Landschaft an, was hier so läuft. Wo wir hier gelandet sind. Okay. So. Hier geht's runter. Hier ist ein Pfad. Fülle ich natürlich mal den Pfad hinunter ans Meer und näher an See. Mehr ist hier nicht, wir sind in den Bergen, wie es auch schaut. Ja, zumindest ein bisschen hügelig. Ein kleiner See. Oha. Sieht doch sehr bedrohlich aus. Oh, Pizza. Es gibt Pizza. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nah an den Fluss rangehen sollten. Gab schon gerade gefährliche Geräusche und gefährliches Heranzoomen ins Wasser. Vielleicht sollten wir mal, ich weiß nicht, was da drin gefährlich ist, was uns da vielleicht erwartet, aber es sollten wir vielleicht mal Pizzas im Ofen, vielleicht gibt es Essen, wir sollten mal vielleicht langsam Richtung Haus gehen. Mal zu Hause einkehren. Gehen wir hinein. Aha. Da gibt es auch schon Pizza zu essen. Da gibt es Abendessen, wie es ausschaut. War wohl ein erfüllter und langer Tag. Ein schöner, ich würde sagen, Frühherbsttag, frühherbstlicher Tag. Im Wald. Urlaub. Oder sie sind dorthin gezogen. Ich denke, ich schätze mal als Urlaub. Mutter arbeitet halt im Urlaub. Okay, es bin. Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. Espen, I came here to work. You were supposed to be with your grandma. Espen heißt er. Okay. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom, but it's dark out. Nachtfischen am See. Go get the flashlight and I'll come out with you. Nach dem heftigen Zoom von eben wäre ich vorsichtig. Look at the stars, Espen. Leftwinkel vor Flashlight. Können wir vielleicht am warten bis Tag ist? Ich würde ungern rausgehen. Es ist in der Nacht. Können wir nicht wieder. Ich halte das immer noch. Ich können wir nicht warten bis Tag wird. Da bin ich nicht mit einverstanden. Es ist der bedrohliche Zoom eben gerade. Das ist also, gefällt mir nicht so sehr. Eine Nacht jetzt hier, das ist, so beginnt doch jedes Horrorspiel. Das ist doch, ja, wenn es denn sein muss.
So beginnt doch jeder Horrorfilm, dass man hier gehen und gemeinsam auf Toilette oder was? You wait right here, won't you? Was ist der Angel? Schuppen. Auf Toilette gehen wir. Okay. So, what do you want to do tonight? Mom, I'm trying to pee here. Nehmen wir ein bisschen Abstand. We could make some hot chocolate. Mom! Wäre ich auch dafür, einfach mal zurück ins Haus gehen und so entspannt mal zurücklegen und mal ein bisschen Buch lesen oder. Just wait on the path. I can't go while you're standing there. Okay, little man. If you say so. Ja, weit weggehen. Wie ich das hier kenne. Kommt gleich ein Monster und reißt das gesamte Klohäuschen weg. Der Sohn weg. Okay, wir müssen ein bisschen auf den Pfad rausgehen. Okay. Alles ruhig hier. Ich würde gerne mal wieder reingehen. Junge, wirst du fertig? Wie sieht's aus? Bist du fertig mit Scheißen? Ich würde dann schon mal, du findest den Weg alleine nach Hause. Ich würde dann schon mal, ich glaube, ich gehe dann schon mal. Wir können immerhin rennen. Das ist außergewöhnlich für ein Horrorspiel. Okay. Wir müssen ihn abholen. Ach du Schreck. Er ist nicht mehr da. Ach du Kacke. I mean it, Espen. Come out. Ich ist nicht drin. Jesus, Espen, what are you doing? Sorry. I thought I'd see if I could scare you after all. You were getting there. Jetzt lass uns wieder reingehen. I don't know if I want to make you hot chocolate anymore. I was only kidding. I'm sorry. Will you can we have hot chocolate? Okay. But don't scare me again. Jetzt komm rein. And you're washing the cups. Okay. Hey, can I go down to the pier in the morning? I want to try and catch some crabs. Ja, aber I'm pretty sure you're not going to find any crabs. It's a freshwater lake. Jetzt Schlafenszeit. The pier's broken and dangerous. Komm rein, Kind. Don't go down there by yourself. Schlafenszeit. But I still want Lass uns reingehen. Es kommt schon. Sehr schön. Espen was born, I found, to my surprise, I felt nothing. My nightmare had come true, and I was left raising a child I didn't love. Das ist doch Unfug. Das ist doch Blödsinn. Dass ich das Kind nicht mag. Ja, man hat mal schwere Zeiten, aber... I resented them both. And one day, was ist? Du bist doch gerade gemeinsam mit ihm auf Toilette gegangen. Das ist doch... Kannst mir noch nicht erzählen. Sag ich doch. Das ist... Jede Mutter liebt das eigene Kind. Und wenn es mal... Okay. Sind auseinandergegangen. Sie muss am Tag immer schlafen, weil sie Nachtschichten macht. Why didn't you wake me up? Espen? Want some breakfast? Okay. Or lunch? We have eggs and bacon. Espen ist nicht mehr da. Guess he's out playing. Okay.
Es ist was Außergewöhnliches, hat uns nicht aufgeweckt. Hey Mom. Okay. You are always asleep when I wake up. It's really boring going out to play, Espen. Okay. Okay, es war spielen gegangen. Was langweilig ist. Ein Radio. Okay, hier steht was auf dem Herd. Können wir das zum Frühstück essen? Und zum Abendessen, wie es ausschaut. Milch, Brot, Käse, Salami, Pizza Grandiosa und heiße Schokolade. Ja. Unser Einkaufszettel. Und wir mal in die Stadt fahren. Unser Zeichenboard. Wo wir unsere technische Konstruktion oder so. Grundrisse zeichnen. Architekten sind wir oder was? I loved our room at the cabin. Espen's reflectors looked nice in the sunlight. Okay, das ist sein Schlafzimmer oder was? He soaked up the world. Schreien zu. Zeichnung. Das Logos. The process always seemed to distill the harsh world into something pure. Okay. Was gibt's hier zu sehen? Unsere Jacke. Dann gehen wir raus. Dann schauen wir mal nach, wo der Espen ist. Weit kann er ja nicht sein. Ah, ein kälter Herbsttag. Ich hoffe, du bist nicht unten bei der Pier. Ich habe dir gesagt, das Ding ist gefährlich. Okay. Hey. Hier. Hey, get away from my. Ach du Schreck. Was? Nein. Espen, get away from him. Espen, I'm coming. Springen kann ich nicht. Dann führt jemand unseren Sohn. Ach du Schreck. Nein. Espen. Wieso? Aber wir können schwimmen. Und ich stehe hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das Boot ist auf jeden Fall schneller als wir. Through the Woods. Da war die Titelschrift. Wir sollten vielleicht umkehren, das wäre gar keine schlechte Idee. Können wir das? Nee, können wir nicht. Wir können nur nach vorne schwimmen. Arusha freischaltet Shocking News. Auwei. Ja, das sind wirklich Shocking News. Das Kind entführt. Von einem, wie es ausschaute. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen. Eine Art, sah ein bisschen aus wie ein Wikinger, irgendwie ein Eingeborener vielleicht. Das sah auch wie ein Wikinger-Schiff aus, so ein bisschen wie. Das ist vielleicht einer für den Eingeborenen, die hier leben. Würde ich mal so klassifizieren. Okay, und die Mutter ist jetzt ohne Boot, Körbe und Säge geschwommen. Okay, das Handy ist nicht nutzbar. Okay. Nur die Rube waren, das ist jetzt keine Hektik. Wir haben jetzt zwei Wege. Nur nicht überall reagieren, das ist selten gut in solchen Spielen. Wir kommen hier besser voran.